Und jetzt Daumen drücken für einen ganz heißen Kandidaten aus österreichischer Sicht. Gestern 11., vorgestern 9. in den beiden Abfahrten in Ordnung, aber er will mehr, gar keine Frage. Und vor allem, er kann mehr, er muss es nur zutrauen. Diese Selbstverständlichkeit finden. So, Achtung, erster Vergleich. Jetzt ist er mal sehr schnell und sehr gut dabei. Das sieht unglaublich entschlossen aus, diese Position. Mir taugt immer, wie er die Wellen einfach in tiefster Position noch gut schluckt. Sauber drüber fährt. 96,5 km/h da oben. So, nicht so viel aufmachen, Achtung! Das war ein Innenski beim Aufkeimen. In den Schnee greifen müssen. Gott sei Dank hat dann der Innenski Richtung gemacht, sodass er eigentlich optimal in der Spur bleibt. Oh, da geht er frech rein mit einer gewissen Innenlage. Er hat verloren. Ja, riskieren tut er viel heute. So, kämpfen, kämpfen um jeden Zentimeter. Anfahrt beugen. 1900, ist machbar. Mit einer guten, mit einer verwegenen, mit einer taktisch klugen Linie im Schlussteil. Jetzt Achtung. Was macht er? Geduldig bleiben und jetzt geht er drauf rein. Er hat einen Schlag erwischt, beim Tor. Da hat es ihn ein bisschen drückt. Aber 1500. Also, so, schauen, wie viel Tempo er und da jetzt mitnehmen kann. Und da war der Linie. Er hat das umgesetzt. Er ist da direkt über den Sprung gegangen. Hat es mitbekommen. Aber was heißt das? Kann er die 1500 noch gut machen? Jetzt fehlen ihm hier. Für ganz vorn wird es. 1, 2, 3, 6. Oh, knapp. Eine Zehntelsekunde. Hannes Reichl da auf Rang 2. Wie eng ist das gegangen? Aber was war das für eine Superfahrt? Bravo, Hannes. Spitze, endlich ist er wieder gut aufgegangen. Super Fahrt. Und jetzt sehen wir noch die Schnittsekunden. Schau mal hier, ohne den ist er sowieso, oder? Ja, vor allem das, da hat er dann den Schlag voll erwischt. Und trotzdem, er bleibt halt trotzdem mit seinen zwei Krallen, der hält die Ski super hin.